Und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Krokodilfrauen. So, wir brauchen erstmal ein Schwert aus Alien. Zeugs, Gedings, Gedöns. Mal gucken, was wir da alles brauchen. Nee, das ist definitiv falsch. Die beiden brauchen wir höchstens. Aber auch das geht tatsächlich. Ach nee, genau, ich brauche mal dieses komische Fragment, ne? Alien-Fragment brauchen wir noch. Das brauchen wir noch irgendwie. Ja. Haben wir denn Fragmente da? Wir haben nicht mal Fragmente von Fragmenten. Das ist ja sehr fragmentiert. Gut, wie baut man dich? Ah! Ah, das ist ja praktisch. Brr. Nice. So, kommst noch da. Perfekt. Geil, jetzt haben wir ein Alien-Schwert. Jetzt kriege ich auch noch auf die Fresse hier. Du Arsch. Genau so nämlich. So. Meine Idee war jetzt quasi immer hier so weit abzubauen, wie der Strand sowieso nur geht. Dann brauche ich später einfach nur alles, was an Zuckersand ist, gegen normalen Sand austauschen. 1, 2, 3. Sieht eigentlich alles relativ gut aus. Okay, hab hier nicht mehr. Ja, nice. 1, 2, 3. Das passt noch. Und ab hier wird es dann wahrscheinlich zu viel. 1, 2, 3, genau. Eins, zwei, drei, passt auch. 1, 2, 3, passt auch. Ich bin verwirrt. Egal, wir machen erstmal hier. Ja, da kann man nicht direkt die kopieren und dann einfach sagen, direkt die austauschen. Da braucht man auch einfach nur Sand hin. Was ein bisschen schade ist, aber gut, was soll's. Hier ist irgendwas hier irgendwo schon wieder falsch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah ja, egal. So, hier bis zum Baum machen wir. Sollte jetzt mal reichen. 1, 2. 1, 2, 3. Das. Aber hier haut irgendwas nicht hin. 1, 2. Ah, genau. Die beiden müssen noch ausgetauscht werden. Genau, jetzt haben wir nämlich hier 2 Zweierstufen. Und hier haben wir auch 1, 2 Zweierstufen. Jetzt macht es ganz Sinn. Okay. Na dann. Ja, wie viel zu schnell. So, hier müssen wir natürlich auch wieder aufpassen, weil jetzt noch der Baum wirft doch wieder Schatten, wobei jetzt nicht so viel, wir sind relativ wenig Blätter bloß. Aber hier sind schon 2 Blätter, sprich also hier auf Eck. Ne, jetzt genau hier an der Stelle könnte es schon zu dunkel sein. Soweit kommen wir ähnlich. Da passt es ja. Let's go. Okay. Dann schauen wir jetzt mal. Erstmal hier alles abernten. Wobei jetzt noch nicht ganz alles fertig. Ah, ein paar Sachen fehlen noch. Oh, hier ist noch gar nichts fertig. Das ist nicht gut. Gut, dann machen wir erstmal die Sachen zusätzlich. Und dann warten wir mal, bis dann alles gewachsen ist irgendwann. Perfekt. So, siehst du gleich viel besser aus. Ein richtiger, schöner Strand.
Muss ich nur mal gucken, ob auch unsere Area weit genug reicht. Ich glaube nämlich fast nicht. Unsere Area. Oh ja. Oh ja. Bisschen fehlt noch. Das heißt, wir gehen hier mal rein. Das dauert aber ewig hier, ey. Area Position 1. Ach, siehst du, eigentlich könnte man sogar tricksen. Wenn ich jetzt hier abbaue und es einfach so mache hier. Gut, das war nicht ganz richtig. Haha, genau so wollte ich das haben. Nice. Schön. Jetzt haben wir zwar massig Lücken drin, aber egal, die sieht ja eh keiner. So, und dann machen wir es ganz einfach bis hier oder so. Boah, ich würde sagen, bis hier. Ach, komm jetzt. Oh, da den Blocken. Gut, das geht so natürlich auch. So, Area plus 2. Protect Farm. Nice. So, damit ist unsere gesamte Farm protected. Sehr geil. Juhu. War da gerade ein Ei? Tatsächlich. Lol. Gut, und das Rumlaufen hat sogar geholfen, dass jetzt hier mittlerweile alles ausgewachsen ist. Außer so ein paar Einzelgänge, aber pff, scheiß drauf. Egal, wir warten erstmal, bis die fertig sind hier. Da ist vielleicht auch die Wolle fertig. Wobei, wie sieht das? Wir haben nur noch ganz viel Wolle, oder? Können wir auch schon einpflanzen? Da. Hier haben wir sogar noch mehr. Können wir auch einpflanzen? Gott, wir können auch so viel einpflanzen. Holy moly. So, erstmal ganz das Wichtigste: Wolle. Scheint doch alles nass zu sein, der gesamte Boden hier. Das ist schon mal sehr gut. Tja, und da wird unser Feld doch schon mal ganz schön voll. Krass. Ja, reicht das mal. Warum ist der eigentlich so hoch? Weg damit. Rotiert voll. So, sehr schön. Dann kannst du weg. Du kannst weg. Die brauchen wir erst wieder, wenn es hell wird. Hui. So, hier kommst du rein und du rein und du rein und du rein. Wir sollten vielleicht auch mal was essen. Wollen wir das ganze Essen hingepackt? Da. Oh ja, das ist schon viel besser als Reis. Sehr geil. Fünf Sättigung, genau. Nice. Also, ein Brotsymbol da unten sind übrigens zwei Sättigung. Deswegen werden immer zweieinhalb aufgefüllt, ne? Warum sich das so eingebürgert hat, ich habe keine Ahnung, aber du hast halt immer du hast halt, also sowohl bei Leben als auch bei Nahrung und Sauerstoff und alles, was du unten als Statusbalken hast, geht immer von 0 bis 20. Was 10 Symbole repräsentiert. Ja, whatever. So. Hier kannst du mit rein. Du kommst hier auch rein. Eigentlich kannst du hier auch rein, ganz ehrlich. So, Holz. Miralstoffe. Ah, keine Ahnung. Wollen wir denn Stöcke? Haben wir gar keine Stöcke? Gut, du kannst da schon mal rein.
Haben wir noch keine Stecker? Gibt's doch ja nicht. Ja gut. Dann kommst du ja erstmal mit in die Kramkiste. Ach doch, da haben wir sogar welche. Lol. So. Wie sollen wir eine. Achso, die war oben im Baum platziert, ne? Packen wir mal hier bei Werkzeug mit rein. Apropos Werkzeuge, da kannst du auch nicht wieder rein. Okidoki. Ist doch schon mal praktisch. So, dann haben wir jetzt also. Genau. Baumwollsamen haben wir alle eingepflanzt. Genau. Das heißt, wir brauchen nur noch das hier und das hier. Ganz ehrlich, wenn wir oben noch Knochen haben, können wir die auch gleich mit verarbeiten. Da. Okay, da kriegen wir nur zwei draus. Immerhin. Wow, 96. Not bad. Ich will mal einmal gucken, nur ein einziges Mal gucken, ob das grüne Zeug auch nachts genauso effektiv ist. Also wenn wir jetzt hier Baumwolle haben, einmal. Ja, Lise, das kannst du gar nicht klicken. Ja, okay. Kannst also wirklich nur, wenn es tags ist, arbeiten. Aha! My friend. Witzig, wie das Licht immer das Wasser verdrängt hier. Vor allem eben dadurch, dass es auch nur dann funktioniert, wenn irgendwo Luft ist. Also hier zum Beispiel, hast du auf den Feldern. Okay, jetzt geht's doch. Aber wollte gerade sagen, wo gerade eben war nämlich auf den Feldern dunkel und ich dachte, dass es deswegen liegt, weil der Lichtblock auf dem Boden platziert werden möchte und da aber schon die Pflanzen sind. Digga, was sind denn immer so komische Geräusche? Ist der Typ das oder was? Wow! 66 Meseblöcke. Wenn wir einen einfachen Energiekristall. What the fuck, dude? Also ich weiß, diese Energiekristalle sind schon etwas wertvoller. Aber noch keine 66 Meseblöcke, Leute. Da du brauchst zweimal Mese, zwei Diamanten und einmal Gold, das war's. Also, wertvoll ja, aber vielleicht, wenn man sagt, okay, die Diamanten sind ein bisschen wertvoller, weil die schwieriger zu finden sind oder sowas, okay. Weil gerade in großer Tiefe, da gibt's halt bei Mese gibt's halt ganze Blöcke, die du finden kannst. Bei Diamanten aber nicht. Ja, und selbst wenn man sagt, okay, da, ja, mach mal deswegen ein bisschen Diamanten ein bisschen wertvoller, wäre das vielleicht ein Meseblock. Vielleicht. Aber keine 66, also Leute, bitte. Versucht mal ein bisschen nachzudenken. Gut. Was machen wir jetzt, bis es hell wird und wir wieder bei unsere Big Raider machen können? Wir haben mittlerweile so viel Zeug zum Essen. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir können mittlerweile eigentlich mal überlegen, ob wir richtig Sachen anbauen, wie zum Beispiel unsere Ananas oder ne, Kartoffeln. Wobei ich sehe gerade, wir haben nur gebratene Kartoffeln, wir haben gar keine normalen. Lol. Wir können ja keine Kartoffeln anbauen. Was für eine Frechheit. So. Dann können wir uns ja bald tatsächlich wieder auf ein bisschen Erdtour machen. Eigentlich können wir es sogar direkt jetzt machen. Denn wir brauchen ja, wie gesagt, Marble. Ah ja, genau. Marble und Granit brauchen wir ja. Ey, Licht. Danke. Hallo, Licht. So, da haben wir schon einen Stack, sollte erstmal reichen.
Da gucken wir mal jetzt nach Granit. Der war, glaube ich, irgendwo immer in so ähnlicher Höhe. Hier ist alles nur Zuckersand. Okay. Alter! Oh ja, das dauert schon länger. Verbraucht also definitiv mehr von der Spitzhacke. Das denn? Also auch Marble. Hä? Marble? 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 Ach, Dark Age. Oh Gott. Ich spiele 20.000 verschiedene Sachen. Bin ich ja mal gespannt. Oh, es gibt sogar den unbekannten Block. Bin ja gespannt, wenn wir jetzt hier Sachen sagen, Home Decor. Welches das denn da braucht? Hallo? So. Okay, das ist auch das von Technics. Okay, gut. Sind wir da schon mal auf der richtigen Seite? Genau, Bräse brauchen wir auch noch. Also hier dieses Brass. Was waren das nochmal an? Kupfer, Bronze. Bronze war es nicht, oder? Brass, Bronze, Bronze, Brass. Achso, ich habe keine Höhe gebrochen. Messing. Ah. Das ist immer, wenn du so Englisch-Deutsch hast, manche Wörter, ne, wenn du halt Brass hörst, denkst du automatisch an Britteln. Nee, an Bronze. Bronze ist es aber nicht. Aber weil du halt immer wieder das Wort Bronze auf der Zunge zu liegen hast, fällt dir auch kein anderes Wort ein. Aber ja, stimmt ja. Messing, genau. Messing war's. So, Messing müssten wir relativ. Was zur Hölle? Interessant. Ich hätte aber gerne dafür. Ja, dann müssen wir wieder einen Liegeofen bauen und uiuiuiui, das wird wieder ein Spaß. Achso, siehst du, was wir auch brauchen? Ist ja wieder hier dieses Zeug, was man im Wasser findet. Das Zeug hier. Clay, genau. Clay war's. Guck mal, man kann sogar richtig so normales Clay finden. Oder? Nee. Was ist das denn hier alles? Baked Clay. Ah. Interessant. Ja, wir müssen also dann auch mal wieder eine Wassertour machen. Granit brauchen wir wahrscheinlich doch gar nicht so viel. Dann sollten wir mal sagen, 260 sollte erstmal ausreichen. Weil wie gesagt, das frisst uns direkt unsere Spitzhacke weg. Alter, wie schnell das ist. Holy shit. Wee. So, dann gehen wir mal zum Wasser und gucken mal, ob wir da irgendwo Clay finden. Ja, da ist zum Beispiel schon mal Clay. Easy. Immer diese Luftblöcke. Oh ja, wir haben eine Menge. Gut. Ich bleib hier. Hehe. Aha.
Aha, ey. Aha. Aha. So. Damit haben wir, müssen wir eigentlich so ziemlich alles haben, was wir für Hauptdekor brauchen. So, machen wir erstmal die Felder, sondern so lange wie es hell ist. Kann ich das wieder? Ja, okay, gut. Dann genau, dann rekombinieren wir es mal alles, damit es ein bisschen weniger Platz wegnimmt. Dankeschön. So. Ein Wort 1 fliegt rum. Ey, hier ist 30er Zone. So. Zack haben wir in der Hand. Sehr gut. Machen wir kurz ein bisschen Inventar hier frei. Das kann alles weg. Ich brauche mal. So. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. Okay. Langer Fläscher, Fläscher. Cool, mir fällt gerade sogar auf, man kann so oft draufhämmern, wie man möchte, weil wenn das Ding fertig ist und man dann nochmal raufklickt, verbraucht man gar keinen von diesen Bauten hier. Ist das neu so? Voll bei meinem Zimmer ist das aber nicht so, oder? Das macht die Sache natürlich wesentlich einfacher. Kann ich nämlich einfach so lange auch so oft drauf, wie ich möchte. Ohne anfangen zu müssen, dass ich was verschwende. Dann müssen wir sogar bald unseren ersten Rucksack bauen können. Kann das sein? Das wäre natürlich herzallerliebst. Perfekt. Ja, halt jetzt noch eins. Umsitz gewesen. Sehr interessant. Okay. Aber 70 mal Wolle, das sollte doch mittlerweile fast reichen. Ich glaube, für einen Rucksack braucht man irgendwie 64, so in diese Größenordnung. Da sollte man mittlerweile hinkommen. Haben wir die Tür zugemacht? Wir hätten die Tür zugemacht. Was ist hier los? Geister! So, erstmal hier die ganze Kladderadatsch hier loswerden. Direkt aufgeräumt da. Können wir gucken, was wir so abgebaut haben. Bam, bam, kann auch weg. Das hier kommt damit rein. So, 70 mal Wolle plus was auch immer wir. Ach nee, hat war unten. Einmal. Das ist natürlich sehr viel. Okay, dann wollen wir mal schauen. Backpack. So, wir brauchen Bum, Bum. Ah, so viel wird es nicht. Ne, wir brauchen viel mehr. Heilige Scheiße. Das reicht ja gerade mal für eine mittlere Tasche. Wow. Das reicht ja gerade mal für eine mittlere Tasche. Das ist ja heftig. Und das war's. Ja gut.
Ich meine, immerhin, ne? Eine Tasche haben oder nicht haben. Aber wir brauchen noch viel mehr Wolle. Heilige Scheiße. Das natürlich, heftig. Die haben die Wolken immer rumragen. Okay. So, wir können jetzt langsam mal anfangen wegen Badzeug. Also wegen unserem Bad. Home Dekor. Das Wichtigste ist erstmal das hier. Kunststoffplatte. Oh, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, brauchen wir nur Blätter. Alter. Wie viele Sachen es da gibt. Das ist ja schlimm. Hä? Da wo Text ist, kann ich nichts markieren. Aber da wo kein Text ist, bekomme ich diesen Textcursor. What the hell? Hier kann ich auch wieder. Ah, hier kann ich. Markieren, bis auf den Vieren. Okay. Wobei, so viele Blätter haben wir gar nicht, ne? Da hält sich echt an Grenzen. Das ist halt das Schöne bei meinem Zerwan. Da haben wir halt die ganzen Blätter halt vor allem durch diese Woodcutting-Mod, weil die auch die ganzen Blätter mit abbaut. Und nutzen wir hier nicht wirklich. Wir haben also auch kaum Blätter. Was ist das denn bitte? Uraniumblock? Warum? Was sind das denn bitte schön für Pilze? Die machen mir Angst. Warum gibt es Uraniumpilze? Und gleich mit Blöcken dran. Und mal gucken, was das für Blöcke sind. Ja, sind 0,7er. Lol. Da brauchst du ja unterirdisch gar nicht mehr nach Uran suchen. Sobald du hier sicher solche Bäume hast, bist du ja ausgesorgt, was das angeht. Lol. Das ist ja mal sehr interessant. Wollen wir uns gleich mal ein paar mitnehmen hier? Let's go. Ey, boah, ab jetzt. Vielleicht bauen wir so irgendwo mal ein AKW. Ne, was man dann liebt. Jetzt war schon ab. Gut, ich könnte doch einfach hier hochbauen. Ja, oder auch nicht. Was war das gerade? Hä? Oh, man kann auf die Dinger nicht springen. Das ist ja interessant. Lol. Die kommen ja auf Ideen, Alter. Ja, jetzt kann ich hier natürlich nicht drauf springen, ne? Und ich kann ja nicht mal drauf, weil ich auch nicht. Das ist bekloppt. Wer kommt denn auf so eine Ideen? Oh. Danke. Das ist ja bescheuert. Eieiei. So, dann lieber von unten nach unten abbauen. Geht so definitiv schneller. Wobei wir jetzt mittlerweile, verdammt, sehr viele Uranumblöcke haben.
So viel werden wir nie im Leben brauchen. So, was ist das jetzt hier eigentlich? Pilzpore. Ja, eine große Pore. Kann man damit irgendwas machen? Okay. Ist das einfach ein Blatt? Naja. Well. So. Haben wir 2 von 4 Oranienbäume abgebaut. Weil die anderen beiden können wir auch noch abbauen. Weil ich muss schon sagen, die sieht schon echt hässlich aus. Die will ich hier nicht in meinem Sichtfeld haben, eigentlich. Von daher. So. Und hier, dadurch, dass die beiden auch noch nah beieinander sind, dürfte das nicht so lange dauern. Die Balken, die stören nicht so sehr. Hoffe ich. Ah, sieht ein bisschen komisch aus, aber nicht so schlimm wie die Pilze. Jutschen. Ja, dann haben wir jetzt ein paar hunderttausend Uran. Sehr interessant. Werden wir wahrscheinlich niemals brauchen, aber wenigstens sind sie out of sign. So. Okay. Wir brauchen zuallererst einen Ofen, also hier so ein Likierofen. Da nehmen wir uns also ein bisschen was von unserem Marble. Achso, das ist das andere, das ist der Dark Age Marble. Egal. So, und machen uns mal unseren Loria. Ja. Nein. Den da. Nein. Doch, der da. So, den können wir. Nee, okay, die Blöcke können wir nicht einfach reinschmeißen. Ne. Wir müssen also erstmal aus den Blöcken wieder diese einzelnen Dinger machen. Und da brauchen wir 32 von. Bam. So, die schmeißen wir jetzt hier rein. Die restlichen Blöcke können erstmal wieder zurück. Und daraus müssen wir dann diese Blöcke machen. 8 Stück. Gut. Da kannst du mal ein bisschen durchwuseln. Ah, jetzt immer noch. Und wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Bis dann.